Ja, hallo ihr Lieben, heute haben wir ein richtig schönes Thema. Ich finde ja auch ein Reizthema, also passt aber auch zum Begriff. Hochsensibilität, wurde immer mal gefragt. Also ich bin jetzt kein Hochsensibilitätsexperte, will ich auch gar nicht sein. Will auch niemand jetzt Anträge mit diesem Video. Ich stehe damit so ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich dachte, ja, ich mache mal meinen Take dazu, wollte aber auch noch sagen, Selbstliebe-Challenge geht übermorgen los, wenn ihr bei dem coolen Klassiker noch einsteigen wollt. Und ansonsten auch meine Ausbildung geht in 6 Wochen los und genau, vielleicht sehen wir uns beim Bootcamp. Und dann ist bald die virtuelle libysche Party, aber das, wenn ihr auf YouTube-Videos guckt, werdet ihr das sowieso sehen, denke ich. Auch schon in 2 Wochen. Ja, also Hochsensibilität ist, ich will das jetzt mal gar nicht, ich sage einfach mal meine Meinung dazu, es gibt ja 100 Millionen andere Videos dazu, also es ist ein Begriff, ja, der geht halt auf eine Psychologin zurück, ich glaube 87 hat das Elaine Aron, oder wie auch immer man das ausspricht, hat den geprägt und ja, das ist halt so ein bisschen ein Problem zwischen dass sich sozusagen eine Allgemeinheit oder viele Menschen davon angesprochen fühlen, was ja absolut so ist. Auf der anderen Seite aber, dass sozusagen in der Forschung sich nicht so besonders nachweisen lässt. So, ne? Deswegen gibt es da so ein Mismatch zwischen, sag ich mal, Laienpsychologie und akademischer Psychologie, was ja jetzt nicht schlecht sein muss, überhaupt nicht. Und es geht schon los, jetzt diesen Begriff zu definieren. Also ist das jetzt, dass man sensorisch feinfühliger ist? Ist das, dass man feinfühliger auf bestimmte Emotionen ist? Dass man empfindlicher ist? Dass man generell überreizt ist, emotional wie auch sensorisch durch bestimmte Situationen? Ist das, heißt das, dass man länger braucht, um sich, keine Ahnung, einzustellen auf irgendwas. Das sind halt ganz verschiedene Sachen, die so mehr auf sowas Sensorisches gehen oder eine persönliche Reizschwelle oder auch sozusagen ganz physische Berührbarkeit bis hin zu einer emotionalen Berührbarkeit, die vielleicht verstärkt ist. Und es wird eben auch teilweise damit gemeint, Wahrnehmung für subtile Reize. So, ist wahrscheinlich noch nicht mal erschöpfend. Aber das zeigt schon, dass es so ein Konzept ist, wo vielleicht, ja, hochsensibel, kann jeder was erstmal mit anfangen oder hat ein bestimmtes Bild, aber das jetzt wissenschaftlich umzusetzen, ist dann schon schwierig so, ne? Und weil so dieses, es gibt ja so ein, dieses angeblich nutzbarste Persönlichkeitsmodell in der Psychologie sind halt diese Big Five. Das sind so 5 große Persönlichkeitsmerkmale und einer ist davon eben Neurotizismus und dieses, dieses emotional empfindlich reagieren oder diese Tendenz, sehr sensibel und empfindlich zu reagieren, wird halt üblicherweise mit Neurotizismus genannt, was hier natürlich jetzt wieder nicht so cool anhört, sage ich mal. Also Personen mit höherem Neurotizismus werden halt oft als emotional weniger stabil bezeichnet, eher ängstlich, nervös. Und deswegen manche sehen das eben als eine Unterklasse von, ja, was auch das jetzt wiederum ist, natürlich auch so ein Begriff Neurotizismus. Dann sagen wir wiederum andere, es gibt ja auch Leute, die sind sensibel und sind aber emotional stabil, so, ne, und das ist aber auch immer, womit misst man das jetzt, ne, natürlich, wenn man zum Beispiel jemandem mal so einen ADS-Fragebogen gibt, also ich kann euch sagen, mit ADS ist das ganz ähnlich, da sind so viele Fragen drin, wo ganz viele Leute sagen, ja, habe ich auch und ich bin auch manchmal vergesslich oder zerstreut oder das führt halt dazu, dass je nachdem, wie man das jetzt misst, das ist 20%, 30%, 40% der Bevölkerung sind dann plötzlich hochsensibel, wo ich mir mal frage, was taugt denn ein Begriff, wenn der quasi auf die halbe Bevölkerung zutrifft? Also, ja, kann ja sagen, wir sind alle Menschen oder wir haben alle Haare oder, also versteht, was ich meine, ne? Das ist dann auch wiederum nicht so richtig zielführend. Ne? Andererseits, wie gesagt, es fühlen sich viele angesprochen. Es ist ja auch
eine Zeit, also gerade jetzt sowieso, ganze Stress, wo man das Gefühl hat, das ist ja auch wirklich so, ne? Wir werden überreizt durch diese ganzen Stimuli. Also wer mal 2 Wochen irgendwo mal wirklich im Kloster war, auf dem Berg war und kommt dann wieder zurück in die Zivilisation, der merkt auch, es ist einfach alles viel zu viel irgendwie, ne? Das ist ja auch so. Und ja, also insofern, ja, ist das klar, dass das irgendwo viele sich angesprochen fühlen, ja. Gut, mal als Beispiel, es gibt da so einen Fragebogen, auch von der, glaube ich, der Aaron, genau. Und dieser Fragebogen zum Beispiel erhält Fragen wie, erschrickst du dich leicht, beeinflussen dich die Stimmung anderer Menschen, scheinst du Feinheiten in deiner Umgebung wahrzunehmen, ja. Das sind natürlich Sachen, ja, da würden vielleicht viele, sagen natürlich viele, ja, habe ich, aber ist es deswegen wirklich jetzt sozusagen eine ganz klare Kategorie von Menschen? Und das Problem ist eben so ein bisschen, dass es ähnlich wie vor vielen Jahren zum Beispiel Borderline, weiß ich nicht, 80er oder ganz lange ADS oder, also das ist auch, ja, ADS ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, auf einmal hat dann jedes Kind ADS, so Modediagnosen gibt, wo man sich auf einmal überall drin wiederfindet, so, ne, und auch das ist, ADS ist übrigens auch ein gutes Beispiel, weil gibt auch zum Beispiel ganz viele Kinder, die haben wirklich so eine physiologische Überreizbarkeit, weil zum Beispiel bestimmte Reflexe bei denen nicht richtig gehemmt sind, was wiederum so zu ADS-Symptomen führen kann. Also ich habe ja auch teilweise da in dem Bereich viele Leute getestet und ja, also da kann man sagen, ja, irgendwas ist mit diesem Menschen und dann, oder mit diesem Kind vielleicht auch, und dann wird halt, aber so richtig passt es halt doch nicht für eine ganz klare Diagnose und dann wird da, werden da irgendwelche Begriffe übergelegt, um ja, ein Phänomen zu beschreiben, ja, aber ist damit, gibt es einen richtigen Erkenntnisgewinn? Weiß ich nicht, ne? So kommt mir das halt bei dieser Sache auch vor. Also in neueren Studien findet man das übrigens bei ADS, glaube ich, auch ein ähnliches Problem, dass es ein Begriff ist, der wahrscheinlich zu viel zusammenfasst, ne? Also dass es eben nicht so ein einzelnes Konstrukt ist, sondern ja, dass es halt wahrscheinlich mehrere Einflussfaktoren hat, die man dann einfach zusammenballert. Und ja, also zum Beispiel diese emotionale Sensibilität versus diese physiologische Sensitivität versus vielleicht auch eine ästhetische Geschichte, dass man eher anders auf Musik, Kunst, ich weiß nicht was, reagiert und so weiter. Ja, dann gibt es eine spannende Untersuchung aus 2014, wo wir es eben nicht finden konnten. Also dann haben wir geguckt, ob diese Leute, die da als hochsensibel sich einschätzen oder gelten, dass die zum Beispiel nicht ihren Herzschlag präziser wahrnehmen konnten und auch nicht auf akuten Stress körperlich stärker reagieren. Aber wiederum konnte man, gab es Anhaltspunkte, dass das Ausmaß an Ängstlichkeit, ja, dass das eben klar, oder emotionaler Instabilität, oder wie man es nennen soll, also dass das schon zu finden war wiederum, ne? Also ich denke, da muss man noch weiter gucken. Dann haben wir ja noch diese ganze esoterische Schnittstelle, sage ich jetzt auch, ganz wertfrei mit, weiß ich nicht, Kristallkindern, Indigo-Kindern, you name it. Und also mein Problem mit der ganzen Sache ist, dass da so gesagt wird, ich bin was ganz Besonderes. Also damit habe ich immer Schwierigkeiten schon, auch wenn so Eltern kommen, mein Kind ist hochbegabt, das habe ich auch früher oft getestet. Ist hochbegabt, ja, hochbegabt ist genau definiert. Und auch das kann man zum Beispiel, während ja bis zu 40% der Bevölkerung hochsensibel sind, sind natürlich nicht so viele hochbegabt, aber da geht's wieder los. Was ist Hochbegabung? Das ist normalerweise ein IQ über 130 und das haben dann halt eben nur noch ein paar Prozent in der Bevölkerung und da können natürlich schlecht alle Hochsensiblen hochbegabt sein. Es sei denn, man müsste wieder hochbegabt anders definieren, so, ne? Und also ich finde es, wenn man sich damit wohlfühlt mit solchen Begriffen, ist wunderbar. Wenn die aber jetzt
benutzt werden als ich bin hochsensibel und deswegen, also es kommt mal wieder auf toxische Beziehungen, ich bin hochsensibel und deswegen habe ich quasi das Recht, dich hier mit meiner Emotionalität irgendwo, muss das gefälligst schlucken, das würde ich nicht gut finden, wenn man es einfach sagt, Mensch, ich merke so, egal, ob ich da jetzt ein Label dran packe oder nicht, ich habe in bestimmten Situationen einfach Schwierigkeiten und ich kommuniziere das, dann ist es super gut irgendwie, aber wie gesagt, wenn ich da jetzt sowas rausmache, ich möchte gerne ab jetzt besonders behandelt werden, und dann, da habe ich persönlich echt ein Problem mit, so, ne, und das haben, glaube ich, manche Psychologen so den Eindruck, wenn da jemand kommt, ja, ich bin so ähnlich wie mit ihm hochbegabt, ich bin hochsensibel, also bitte ab jetzt Sonderbehandlung, ja, da würde ich sagen, ja, jeder Mensch hat eine Sonderbehandlung verdient, so, ne, nicht nur die sich da jetzt ein Label geben, jeder ist was Besonderes, jeder hat seine Talente und irgendwo, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, gerade in diesen Zeiten, dass man sich immer so abgrenzen und über andere, also man, wir sind alle ein Kollektiv hier und wir gehen sowieso nur zusammen weiter, ne, es hilft alle nichts. Und ja, sich dann zu versuchen, so abzugrenzen, wo ich manchmal den Eindruck habe, so, wenn das immer so diese esoterische Schnittstelle sich anguckt, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung.